So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe. Es ist kurz nach 21 Uhr und die Märkte brechen ein. Zum Glück konnte man den Nasdaq Long auf Einstand bzw. auch hier 16:05 im Gewinn verkaufen, eine Teilposition, und der Stopp ist ja auf Einstand nachgezogen worden und somit ist die Position sogar auch noch deutlich ins konnte man die Gesamtposition deutlich im Plus abschließen. Das Tageshoch hat man nicht erreicht, aber bei rund ja, 4.436 bis noch 38, wo dann der Post schlussendlich rausging, konnte man verkaufen. Also wer es 10 Minuten später gelesen hat oder eine halbe Stunde später, konnte sogar am Hoch aussteigen. Der Stopp ist auf einen Stand nachgezogen worden. Aktuell ist er durch das Tief halt durchgegangen, liegt hier knapp an dem Wochentief, hat hier oben kein neues Hoch gemacht, sieht hier eventuell böse aus im Nasdaq. Aber wie gesagt, auch hier konnte die Position im Gewinn abgeschlossen werden. Im Gold ist man noch hier investiert, schon lange auch, beziehungsweise schon die Edelmetalle, die ganze Zeit bullisch. Konnte jetzt hier über 1260 höchstwahrscheinlich auch per Tagesclose ausbrechen. Hier dürften Kursgewinne weiter folgen. Der Stopp ist ja auf 1233 nachgezogen worden. Natürlich, das waren ja keine Short-Setups, das waren ja nur Setups, wo ich gerne die Goldminen gesehen hätte. Jetzt ist es nach oben ausgebrochen und könnte dann noch hier zum Beispiel die Kinross noch ein Stück ansteigen und auch die anderen größeren wie Barrick Gold haben ein neues Verlaufshoch gemacht. Aber wie gesagt, das war hier alles nur gedacht, um hier einzusteigen, sicherlich nicht zu shorten. Im DAX, heute geht es alles ein Stück schneller, weil ich noch heute Abend noch was erledigen muss, noch also die Schlussmeldung wieder machen muss. Der DAX hat hier schön gedreht im Video. Heute Morgen habe ich hier noch die 10.120 erwähnt, knapp darüber kam hier der bullische Turnaround. Zwischendrin wäre ein Long möglich gewesen, aber da ich im Nasdaq und in der Buyer Long war oder bin, ja, als im Nasdaq war, in der Buyer noch bin, war mir das eben zu ein Übergewicht, da natürlich die Tokio Börse deutlich nachgegeben hat. Hier die Amazon-Aktie ist jetzt hier auch unter den Aufwärtstrend gefallen. Schon gestern konnte hier ein Gap schließen, aber scheiterte schlussendlich auch wieder an dem Hoch. Sieht hier im Moment auch nicht so dolle aus. Vertex ist nach oben, aber wie gesagt, hier ist auch nur die Kaufzone interessant gewesen, definitiv auch kein Short. So, dann kommen wir zu den MDAX und den DAX-Werten. Dürr liegt am Ausbruchsniveau. Hier könnte man jetzt einfach auch das Setup mit leichtem Gewinn vielleicht rausgehen, da jetzt eben die amerikanischen und die Tokio Börse nicht mehr so gut aussehen. Hier gab es ein Intraday, ist er unter den Rainbow kurz gedippt und steht an der Kaufmarke. Deutsche Telekom, ja, zwei schöne Umkehrkerzen, aber die könnten alle dann nicht mehr relevant sein, falls eben die Nasdaq und der Dow Jones auf Tagestief schließen sollte. Hier ist noch das Buyer Setup, wurde auf zwei Tranchen gekauft, 106 und 103. Aktuell liegt man hier leicht im Minus, wenn man die zwei Positionen zusammennimmt. Auch hier wäre oder ist erstmal eine schöne Umkehrkerze entstanden.
Silber ist natürlich auch auf neue Hoch, fast auf neue Hochs ausgebrochen, auch weiterhin sehr bullisch. Und wie gesagt, der Nasdaq hier sieht nicht besonders dolle aus. Das war's. Das war jetzt kurz und schmerzlos oder teilweise schmerzvoll, aber in den Währungspaaren ist man ja draußen, beziehungsweise die Stops wurden ja angehoben. Also sollte da auch niemand im Verlust sein. Also hier ist einzig und allein wäre problematisch die Woche gewesen. Hier eine Linde. Sonst eigentlich nichts, so viel ich mich erinnern kann. Morgen wird auch nicht mehr groß viel passieren, also neue Positionen definitiv wird man eher oder ganz zurück, werden ganz zurückgenommen und sonst einfach mal vielleicht noch ein Intraday-Setup spielen. Danke und bis morgen.